Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Cyberport und zwar mit dem Hurricane GameMax Vista AB7295. Der Rest sind nur irgendwelche technischen Daten. Für 2550 Euro, runtergesetzt von 2949 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von Feral Bull bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Starten wir wie immer erst mit dem Bild. Naja gut, das Gehäuse stimmt, bei der Wasserkühlung bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich hoffe, sie nehmen eine 360er AIO. Was die Lüfter angeht, sind die auch nicht einzeln aufgelistet, aber ich habe jetzt Lüfter natürlich mit in den Warenkorb reingepackt. Die Grafikkarte, ob die stimmt, bin ich mir auch nicht sicher. Bei den RAM-Regeln stimmt es definitiv nicht, weil die hier halt nur einen verbauen anstatt zwei, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber ja, so die grobe Richtung, okay, aber es ist halt nicht 1:1. Gehen wir auch direkt zum Datenblatt. Hier haben wir Gehäuse, Desktop-Gehäuse mit Wasserkühlung. Also da steht so ziemlich nichts. Das Ding ist einfach, das Gehäuse findet man auf Geizhals nicht. Auf Amazon ist es leider auch nicht mehr lieferbar. Das ist von GameMax selber. Hier steht GameMax Vista, so heißt ja auch das Produkt an sich, also dieser ganze Gaming-PC. Deswegen nehmen wir jetzt eine Alternative. Wir nehmen als Alternative, weil das Design sich halt sehr ähnelt, der Thermaltake View 270 TGA RGB Snow. Ich hoffe einfach, dass sie die Lüfter wirklich mit dabei haben, die auf dem Bild zu sehen sind, weil sonst kriegt ihr ein Airflow-Problem, weil das wieder so ein Aquariumgehäuse ist. Wir haben seitlich natürlich Lufteinlässe und so, aber wenn da kein Lüfter vor ist, bringt das nicht so viel. Und das kostet 74,90 Euro bei 0% Shop, beziehungsweise bei Alternate oder bei Galaxus oder Notebooks billiger. Sucht euch einen aus. Bei der Wasserkühlung wissen wir auch nicht, was wir kriegen. Ich nehme einfach mal eine, die der auf dem Bild ziemlich ähnlich sieht. Die ist auch von GameMax selber, könnte die also sogar sein. Die Iceberg 360. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es wirklich eine 360er ist. Weil es kann auch eine 240er oder sogar nur eine 120er sein, weil es steht ja nicht genau dabei. Und die kostet 66,90 Euro bei alza.de. Ach ja, und was die Lüfter angeht, habe ich einfach irgendwelche günstigen RGB-Lüfter genommen. Davon kommen ja zwei Stück in die Seite, einen in Heck, drei unten, dann haben wir insgesamt sechs Stück. Sind so ein Warenkorb. In dem Fall jetzt die AeroCool Orbit. Und die kosten pro Stück 4,72 Euro bei 0815.eu. Jetzt bekommen wir zumindest ein paar technische Daten. Als Prozessor bekommen wir den Intel Core i7-14700KF Prozessor. Der hat 20 Kerne, 28 Threads, 125 Watt TDP mit dem Turbo, 253 Watt, wenn ihr ihn ungebändigt lauft. Last über 300 Watt, ganz easy, selber schon getestet, das ist echt eine Sau, dieser Prozessor. Deswegen habe ich mich eben auf der 360er Wasserkühlung so festgefahren, weil selbst für eine 360er ist das ziemlich schwierig wegzukühlen. Und da unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS oder DDR5 5600 MTS, ganz easy mit 6000, 6400, 6800 laufen lassen, die Intel-Dinger vertragen das. Solltet ihr ein AMD-System haben, nimmt 6000er CL30, seid ihr good to go. Der 14700KF, sehr aktueller Prozessor, zum Stream geeignet, zum geeignet. Leider die F-Variante halt keine integrierte Grafikeinheit, das heißt, wenn die Grafikkarte mal die Füße hoch macht, ja, dann habt ihr halt kein Bild mehr. Wäre das jetzt nur ein 14700K, könntet ihr über die Mainboard-Anschlüsse noch ein Bild ziehen. Und der kostet 368,26 Euro bei Mindfactory. Was den Arbeitsspeicher angeht, haben wir 32 GB DDR5, ist schon mal nicht schlecht, 4800 MTS SD-RAM. Also ziemlich das Schlechteste, was ihr nehmen könnt, CL40 sehr wahrscheinlich. Das Schöne ist dabei, maximal erweiterbar auf 128 GB DDR5 SD-RAM, 4 Steckplätze gesamt, davon 3 frei. Das heißt, es wird ein Riegel verbaut. Bedeutet im Umkehrschluss, ihr habt einen sehr, sehr schlechten Takt von 4800 MTS, CL40 gehe ich ganz stark von aus und halt nur ein Riegel, was euch locker 10-20% Leistung in Spielen wegfrisst. Gegenüber zwei Riegeln. Wenn sie jetzt 2x16 genommen hätten, wäre es ein bisschen besser gewesen, aber das macht die 4800 MTS auch nicht weg. Und ja, das kann durchaus so ein billiger Speicher sein. Das muss kein Kingston Fury oder Corsair oder sonst irgendwas sein. Es ist halt der billige Crucial, eventuell. Die Speichermenge an sich ist ja gar nicht so schlecht mit 32 Gig. Aber ich hätte mir da einfach 2x16 gewünscht, wie eben schon gesagt. Und der kostet 88,67 € bei 0%shop.de oder Notebooks billiger oder Amazon. Sucht es euch wie immer aus. Das Mainboard ist ein MSI Pro Z790P Wi-Fi. Das Board habe ich selber hier liegen.
Z790-Chipsatz ist in Ordnung. Die P-Variante, ja, ist jetzt nicht so das Tollste, aber kann man mitarbeiten. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, wovon einer belegt ist. Immer schön dran denken. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 3 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Den Slot werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr benutzen können, weil der von der Grafikkarte überdeckt wird. Ihr habt aber noch 2 weitere für Capture-Card, USB-Erweiterungskarte, was auch immer ihr da reinstecken wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1. WLAN und Bluetooth ist auch mit am Start. Netzwerkanschluss, USB 3.1, USB Typ C, zweimal USB 3.0, viermal USB 2.0. Die Onboard-Grafik könnt ihr, wie gesagt, nicht benutzen. Und den PS2-Port, ja gut, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Wie gesagt, ist kein besonderes Board. Es gibt wesentlich bessere auf dem Markt, aber ja, man kann irgendwo damit arbeiten. Also da ist jetzt nichts, was irgendwie dann überhitzt oder was. Ich habe da drauf sogar einen 14.900er mal draufgeschnallt, habe den mal gebencht. Die 300 Watt macht das Board mit. Ja, so ist es. Wenn ihr mehr Anschlüsse braucht oder ein besseres Design oder was, ja, dann solltet ihr euch ein anderes Board holen bzw. ein anderes Angebot. Und das kostet 194,34 Euro bei ProShop.de. Das Netzteil ist ein 850 Watt Netzteil, 80 plus Gold. Das war's dann an Informationen. Und ich habe einfach mal so geguckt, was es so an billigen Netzteilen gibt. Wir haben hier von Silence das Performance X Plus Modular XP850, also 850 Watt, steht ja hier auch nochmal ATX 3.0. Ich glaube nicht, dass das Netzteil, was da drin ist, ATX 3.0 hat, aber der Preispunkt wird irgendwo passen. Wir wissen nicht, wie viel Garantie das hat. Also das hier hat jetzt 3 Jahre nach Registrierung. Schön Datensammelwut, ist auch super. Wir wissen nicht, ob es modular ist, was auch für einen Fertig-PC irgendwo uninteressant ist. Aber ja, finde ich immer schwierig, solche Angebote zu kaufen, wo man nicht weiß, welches Netzteil drin steckt, weil das Netzteil ist extrem wichtig in so einem System. Nur mal als Beispiel. Raucht euch das Netzteil, sag ich mal, nach 3 Jahren ab, reißt es euch eventuell noch das Mainboard, den Prozessor oder die Grafikkarte oder alles mit in den Tod. Aber grundsätzlich muss man sagen, 850 Watt reichen aus für dieses System. Und das kostet 99,87 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine GeForce RTX 4070 Ti Super Grafik, 16 GB RAM. Die günstigste jetzt gerade am Markt ist die MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Ventus 2X OC. Die gibt es auch als 3X-Variante, die ist dann wieder ein bisschen teurer. Ist eine gute Karte für Full HD und auch WQHD Gaming 4K. E-Sports-Titel, sage ich immer wieder dabei. Wer meine Videos weiß, das wiederholt sich so ein bisschen. Schaut euch den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Weil wenn ihr mit der jetzt anfangt, Extrembeispiele, wieder Cyberpunk oder Hogwarts Legacy auf volle Möhre zu ballern, schafft ihr das nicht mehr. Das ist auch gar nichts gegen diese Karte. Das sind Extrembeispiele. Wenn ihr da wirklich viele FPS erwartet und so, braucht ihr was Stärkeres. Und die kostet 826,61 € bei 0% Shop, Mindfactory, Notebooks billiger. Sind das Preisabsprachen? Irgendwie auf den Cent genau ist schon krass. Festplatten ist es eine 2 TB SSD. Das Problem ist, wir wissen nicht, ob es eine 2,5 Zeller ist, also diese ganz billigen, die auch nur 500 MB lesen, schreiben können. Ob es eine M.2 ist, vielleicht ist es sogar eine M.2 mit SATA-Anbindung, die ist dann genauso schnell, halt nur kleiner. Schwierig. Wir nehmen jetzt, weil wir das immer machen, weil wir auch mal ein bisschen nett sein wollen. Ihr werdet gleich sehen, preislich ist das sowieso interessant. Aber weil wir nett sein wollen, nehmen wir die Kingston NV2. Die hat halt hier so einen Durchschnittswert. 3500 MB die Sekunde lesen, im Schreiben 2800 MB die Sekunde. Wir wissen aber halt nicht, ob es die wird. Wobei ich es gut finde, dass 2 TB drin sind. Ist auch nicht selbstverständlich. Und die kostet 103,90 € bei XCOM oder ComputerUniverse.net. Die Maus ist eine Gaming-Maus mit RGB-Beleuchtung und die Tastatur ist eine Gaming-Tastatur mit RGB-Beleuchtung. Dann schmeiße ich einfach die rein, hat RGB-Beleuchtung, soll eine Gaming-Maus sein, steht ja da. Die kostet 8,45 € bei eBay. Und was die Tastatur angeht, ja, ich weiß, es ist jetzt eine etwas teurere. Es gibt auch welche für 10 oder 15 Euro. Aber wir wollen einfach mal nett sein. Wir nehmen die Shakun Skiller SGK20. Und die kostet 29,90 € bei 0%. Shop, Notebooks billiger oder Amazon. Das Betriebssystem ist Windows 11 Home 64-Bit. Brauchen wir nicht viel zu sagen. Aktuellstes Betriebssystem in der Home-Variante. Reicht für einen Gamer, muss nicht Pro sein, ist okay. Und das kostet 37 € bei IT Hardpuls. Lieferumfang. Hurricane Gaming PC, das ist gut, dass der dabei ist. Tastatur, Maus, Fernbedienung. Ja, die RGB-Steuerung ist mit einer Fernbedienung geregelt, obwohl das Mainboard mehrere 5 Volt RGB-Anschlüsse hat. Warum sie das machen, weiß ich nicht. Aber umso billiger werden ja auch die Lüfter. Handbuch und Netzkabel ist auch mit dabei. Gut, dann wären wir schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Tastatur, die Maus, diese Lüfter, die vielleicht dabei sind oder auch nicht. Das Gehäuse als Alternative, die Wasserkühlung wissen wir auch nicht genau, das Netzteil wissen wir auch nicht genau und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1.927,12 €. Und das System kostet 2.550 € runtergesetzt von 2.949 €. Das heißt für euch, ihr habt einen Aufpreis von über 600 €, damit euch das Ding zusammengebügelt wird und ihr wisst nicht mal, ob es wirklich so aussieht. Also der RAM stimmt definitiv nicht, weil hier ist nur ein Riegel drin. Wir haben Ungewissheit auch beim Netzteil. Ob die Lüfter dabei sind, wissen wir auch nicht. Das Gehäuse lässt sich auch nicht so ganz nachvollziehen, wie das qualitativ ist. Lass die Finger davon.
Der Prozessor ist nicht schlecht. Das Board, ja, ist okay. In dem Preisbereich will man auch was Besseres haben. Die Grafikkarte, ja, ist auch in Ordnung, aber ihr seht halt 2550 Euro, da kriegt ihr was Besseres für. Heute ist mal wieder MyPC an der Reihe. Und zwar haben wir hier das System, das ist wirklich das Gehäusebild, das Gehäuse bringt auch diese Lüfter mit, für 2399,99 Euro. Wir bekommen einen 14700K, keinen KF. Das heißt, wenn die Grafikkarte wirklich mal kaputt geht, könnt ihr immer noch ein Bild ziehen, aber ansonsten ist der Prozessor von der Leistung gleich. Wir bekommen eine Deepcool LS720, die hatte ich selber schon im Test, 360er Wasserkühlung, da könnt ihr euch ganz sicher sein, was ihr bekommt und auch wie sie aussehen wird. Wir bekommen auch 32 GB RAM, 6000 MTS CL30, wovon wir immer reden. Ihr könnt auch irgendwie 6400er oder 6800er nehmen, aber das ist halt so ein Punkt, der preis-leistungstechnisch ganz gut ist. Wir bekommen ein MSI Mac Z790 Tomahawk Wi-Fi, der gleiche Chipsatz, aber das Tomahawk ist wesentlich besser ausgestattet und sieht auch besser aus. Nur damit ihr wisst, wovon ich rede, das ist das Board aus dem einen PC. Und das ist das Board aus dem MyPC-PC. Also ich finde das deutlich hübscher. Allein wenn ihr euch die Anschlüsse anguckt, 7.1 mit Toslink, 2x USB-C, 4x USB 3.1, 4x USB 3.0 und so weiter und so fort. Also ist schon ein besseres Board. Was die Festplatte angeht, bekommen wir auch eine 2 TB SSD. Wir wissen aber, was wir bekommen. Vor allen Dingen mit einer Leserate von 7400 MB die Sekunde und Schreibrate von 6400 MB die Sekunde. Braucht man als Gamer theoretisch nicht, ist aber nice to have. Das Gehäuse ist das Fentex XT Fuse Set in Black. Muss euch gefallen, nicht mir. Ist aber auch so ein Aquariumgehäuse wie jedes zweite mittlerweile auf dem Markt. Bei dem Netzteil bekommen wir einen Deepcool PN850M 850 Watt ATX 3.1. Hat schon diesen erneuerten Stecker, 12 Volt High Power Anschluss mit diesem Kontakt. Ja, guckt euch ein Video dazu an, will ich jetzt nicht erklären. Und bevor ihr jetzt sagt, ein Deepcool Netzteil, 10 Jahre Herstellergarantie. Vollmodular 80 plus Gold zertifiziert. Deepcool würde nicht 10 Jahre auf das Ding geben, wenn sie dem Teil nicht vertrauen würden. Gehäuselüfter 3x120mm Funtex ARGB, das sind die, die bei dem Gehäuse halt dabei sind, die ihr auch eben auf dem Bild gesehen habt. Ihr bekommt Windows 11 Pro Vollversion installiert und aktiviert, ob es jetzt Home oder Pro ist, wie gesagt, ist Latte. Hier ist es halt Pro, muss man erwähnen. Und habt halt diese 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Schauen wir uns da mal die Liste an, haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2.235,49 Euro und das Ding kostet 2.399,99 Euro. Da habt ihr jetzt einen Aufpreis von 160 Euro. Hört sich besser an als bei dem anderen System. Und nur nochmal als Erinnerung, das hat halt 2.550 gekostet. Das heißt, die Differenz zu dem MyPC-System sind 150 Euro. Wenn ihr unbedingt die Tastatur und die Maus noch irgendwie dabei haben wollt, die passt auf jeden Fall noch ins Budget. Es sei denn, ihr wollt jetzt so eine 200 Euro Tastatur. Das ist wieder was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Also gegenüber dem System habt ihr auf jeden Fall Geld gespart bei dem MyPC-System, habt noch eine stärkere Grafikkarte mit dabei, bei der SSD wisst ihr, was los ist, bei dem Netzteil wisst ihr, was los ist. Die ganzen Vorteile habe ich ja eben alle erzählt. Ich verlinke euch alle Systeme und alle Geizhalslisten auch immer unten in der Videobeschreibung, das ist dann auch tagesaktuell, weil die Preise, die springen, gerade bei Grafikkarten, wenn es in Richtung 4080 super geht, kann es auch mal passieren, dass die dann um 50 oder 100 Euro teurer wird oder eben auch günstiger. Deswegen, bevor ihr so ein System kaufen solltet, sei es das von MyPC oder das hier, was ich nicht empfehlen würde, schaut euch vorher nochmal die Liste an, ob das alles noch klar geht. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.